Freunde, Es gibt ein neues Video vom lieben Alpha Kevin. Der Mann sieht im ersten Frame schon so aus, bedeutet, der Mann ist wütend, weil bei einer MDR-Reportage scheinbar eine extrem verharmlosende Aussagen zum Thema Übergewicht gemacht habt. Und da wir ja oft im Stream hier das Thema so Ernährung und gesunde Ernährung und ja Sport und ne, wie man gesund lebt, sage ich jetzt mal, des Öfteren thematisieren, dachte ich, gehen wir übel rein. Zum gesund Leben gehört übrigens auch dazu, dass man sich, wenn es nicht im Maßen ist, auch mal eine Spezi gönnen darf, aber halt nicht so viele. Und auch nicht jeden Tag. Aber ab und zu darf man. Nur nicht so oft ab und zu. So, wir gehen jetzt aber über rein ins Video, weil ich bin sehr gespannt, was sie sagt. Ich habe schon kurz reingeskippt. Eine Aussage kenne ich schon, wo ich mir dachte, ah, muss jetzt nicht sein, aber lassen wir reingehen. Hast du starkes Übergewicht und willst an deinem Körper arbeiten? Ich arbeite gerne an meinem Körper, aber ich bin jetzt nicht so übergewichtig. Damit du nicht mehr eingeschränkt bist, dann bist du heute bei unserer Marshmallow-Frau, wie sie sich selbst nennt, genau richtig. Nee, die nennt sich jetzt nicht Marshmallow-Frau. Okay, wenn sie sich aber selber so nennt, darf ich sie auch so nennen. Weil sonst würde ich mich sehr schlecht fühlen, diese Frau Marshmallow-Frau zu nennen. Das wirkt sehr body-shamed eigentlich. Diese Dame zeigt dir Scheiße. nämlich, dass die Einschränkungen nicht wirklich von deinem Körpergewicht abhängig sind und sie bringt dir bei, dass Abnehmen in den meisten Fällen sowieso nichts bringt, weil dann schließlich der Jojo-Effekt knallt und du noch dicker wirst. Und das liegt auch keinesfalls an... Das ist ein Bullshit. Abnehmen funktioniert, Diäten funktionieren nicht so oft. Aber abnehmen? Naja, wenn man übergewichtig ist, sollte man versuchen abzunehmen. Kommt natürlich immer drauf an, mit Krankheiten, dies, das, ne? So, klar, gibt's immer Ausnahmen so, aber grundsätzlich. Der falschen Diät oder falschen Ernährung. So ein Kilo Mett geht bei uns beim Frühstück im Durchschnitt weg. Naja, Alter. aber erstmal von vorne. Das MDR-Investigativteam hat im Mai eine Doku über das Abnehmen rausgebracht und diese Dokumentation ist denen auch wirklich sehr gut gelungen. Es zeigt die negativen Seiten vom Okay. Übergewicht, bringt auch gute Aspekte von Toleranz gegenüber dünneren oder auch dickeren Menschen mit ein und es verschönt und verherrlicht nicht direkt Übergewicht, wie War eine sehr gute Doku. Okay. Also manche. die Doku ist schon mal nicht scheiße, nur diese Frau ist sus. In der Doku. Das ja auch bei der Body Positivity Bewegung kritisieren. All in all, also eine wirklich ziemlich gute Dokumentation und Laura, die für diese Doku extra abnehmen wollte, hat das auch tatsächlich richtig gut Oh, geschafft. stark. Binnen weniger Macherin. Monate hat sie einfach über 20 Kilo abgenommen und Macherin, Alter. kann nun beispielsweise wieder Fahrrad fahren, ist nicht mehr so eingeschränkt und generell geht sie einfach besser. Also es hat in ihrer Position sehr viel Lebensqualität wieder zurückgebracht. Sie fühlte sich zwar auch mit mehr Gewicht relativ wohl und hat es auch komplett akzeptiert. Jedoch war sie eben eingeschränkt. Sie konnte beispielsweise nicht Fahrrad fahren oder lange stehen. Was aber an dieser ganzen Doku besonders stark auffiel, war die Marshmallow-Frau. Ich finde es so absurd, dass sie Marshmallow-Frau heißt. Es wirkt so body-shamed für mich. Es ist wirklich auch der Aber wenn sie sich selber so nennt, ja, dann kann man sie so nennen, finde ich. beste Name für das, was sie macht. Denn ihre berufliche Entwicklung ist ebenfalls äußerst erstrebenswert. Katrin war früher Journalistin. Jetzt verdient sie ihr Geld hauptsächlich mit ihrem Blog. Auf ihrem Blog steht, by the way, direkt auf der ersten Startseite, dass 98% der Diäten scheitern, 66% nach einer Diät noch mehr wiegen und 91% der Frauen ihren Körper nicht mögen. Okay, das 91% seht ihr gerade nicht. Aber 91% der Frauen mögen ihren Körper nicht. Also, dass 91% sagen, okay, ich habe kleine Mängel am Körper, verstehe ich. Aber lass mal kurz eine Umfrage machen. Warte mal. 57% sagen ich 1 plus bis 4 oder 58% und 43% sagen 4 minus bis 6. Boah, ist schon nicht so eine geile Quote. Aber 91% mögen ihren Körper nicht, finde ich hart. Ich weiß nicht, ob diese Zahl real ist, aber okay, wir glauben es jetzt erstmal. Na, dann ist wohl alles klar. Wenn man halt keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie abzunehmen, dann muss man sich einfach sein Schicksal stellen. Zumindest, wenn man sich ihre Seite so anschaut. Und so ähnliche Tipps gab dann auch Katrin, aka die Marshmallow-Frau, Laura mit. Ich nehme an so einem Adipositas-Programm teil. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Kontrastprogramm. Kürbis mit Paprika. Aber wenn du magst, kannst du gerne auch Kürbis und Paprika haben. Ich finde das sehr schön, wenn du Kürbis und Paprika ist echt lecker. einfach nach deinem Gusto auswählen kannst, was du gerade essen willst. Das wäre schön. Das ist aber nicht die Welt. Weil wenn ich nach meinem Gusto auswählen könnte, was ich essen würde, würde ich dauerhaft in den Arsch meiner Freundin beißen. Sorry! Da musst du kurz raus. Nein, aber nee, natürlich kann man nicht nach nur seinem Gusto essen. Hä? Dann würde ich den ganzen Tag nur Zucker saufen, weil schmeckt halt lecker. Würde den ganzen Tag nur Chips fressen und wird mich halt aber scheiße fühlen. Also man kann nicht nach seinem Gusto essen. Manchmal muss man auch sehen, so, ah, warte mal, ich habe seit 5 Tagen kein Obst mehr gegessen, ich sollte mal wieder einen Apfel essen. Ja, und manchmal ist halt ein Donut geil und manchmal ist halt die Paprika Man geil. darf Donut essen, klar, aber halt nicht jeden Tag. Hey du, die Bots wissen, was gut ist. Also, abonnier rein, damit du auch an
Diskurs in dieser schnelllebigen Welt teilnehmen kannst. Ja klar, also wenn ich abnehmen will, muss ich erstmal auf mein Gusto hören. Denn er verlangt förmlich die Paprika im Gegensatz zu Donuts, die runtergehen wie Öl und lecker schmecken. Tatsächlich will dein Körper eher die Paprika langfristig haben. Der Klassiker, dadurch wird man definitiv auch schlank. Und nicht, weil man sich gelegentlich den hier gönnt. Ich nehme einen Doppel-Triple-Chefburger auf Floß. Vierfach tierisch gebraten mit extra Kiesel, mit Glanz und Gloria und einem Hauch Achselschweiß. Zum Heulen scharf, verbrannt und zack, zack. Also nimm's mir nicht übel, aber dort sitzt eine Laura, die davon spricht, endlich abnehmen zu wollen. Ja. Und dann kommt Katrin und erzählt erstmal, dass es ja besser wäre, wenn sie einfach auf ihren Körper hören würde. Ja, hä? Sie will abnehmen, deswegen kann sie offensichtlich keine Donuts essen. Also würde sie auf ihren Körper hören, hätte sie sich jetzt da 3 Donuts reingehauen und dann würde sie ja noch dicker werden. Da bekomme ich wirklich an der Stelle schon wieder sehr, sehr starke Schmerzen. Aber glaubt mir, das war erst der Anfang. Das Ganze wird noch viel, viel verrückter. Fast so verrückt wie die komplett neue Energy-Sonde von Holy. Und zwar den Kiwi-Commodore-Geschmack. Digga, der diese Werbung, Alter. Schmeckt wirklich mega intensiv nach Kiwi. Yeah. Habe ich übrigens ich bring Ketten raus. Noch nicht so Kauf in der Form sie. Erlebt. Ich persönlich feiere ihn sehr lecker, und es bestimmt. Gibt fast nichts Sommerlicheres als diesen Drink mit Eiswürfeln. Aber wait, für alle Neueinsteiger gibt es auch kann man sich eintragen. Denn in oder auch hier im Chat. Gibt es nun hier, gar nicht stressig, wenn wir beide gleichzeitig Geschmäcker. Wie beispielsweise den Lemon Honey. Tut mir so leid, es tut mir so leid. Die Geschmack. Der übrigens sehr, sehr lecker schmeckt, muss ich aus Erfahrung sagen. Also für jeden, der sich generell mal durch die ganzen Geschmackssorten durchprobieren möchte, dem kann ich diese Starter-Sets durchaus empfehlen. Ansonsten ist natürlich mein All-Time-Favorite, der Raspberry-Vanilla-Geschmack. Ist ein Eistee, also dementsprechend gönnt euch das einfach, ist sehr, sehr lecker. Mit dem Code AlphaKevin5 spart ihr übrigens 5 Euro auf eure erste Bestellung. Geil. Und mit dem Code AlphaKevin spart ihr 10% auf eure Bestellung. Der Link zu Holy ist selbstverständlich wie immer unten in der Beschreibung. Checkt das unbedingt ab. Und damit machen wir weiter mit Laura, die jetzt darüber berichtet, dass ich schon mittlerweile über 20 Kilo aber auf Ehre lassen wir durch Werbung mitlaufen, ne? Abgenommen hat. Ich habe nach knapp 4 Monaten schon über 20 Kilo abgenommen. Boah, Laura, ganz kurz Clap für Laura, Macherin. Stark. Stark. Und zeige ihr die Bilder von meinem Fotoshooting Ende April. Und wenn ich jetzt diese Bilder von dir sehe, dann würde ich nicht sagen, dass da irgendwas bei dir falsch ist. Und wenn ich dich jetzt sehe, würde ich auch nicht sagen, dass irgendwas falsch ist. Nein, falsch ist oder das falsche Wort? Das richtige Wort ist halt übergewichtig. An dir oder deinem Körper. Nein, falsch ist. Also ganz kurz, das verstehen viele Leute nicht. Bei der Body-Positive-Bewegung, die echt ein bisschen gescheitert ist, die echt ein bisschen abgedriftet ist, ne, sehe ich auch voll, dass die irgendwie ist die nicht so, wie sie sollte, wie ich finde, wie sie sollte. Nur meine persönliche Einschätzung. Weil jeder Körper ist schön. Jeder Körper ist was Besonderes. Aber jeder Körper, weil er was Besonderes ist, muss man auch pflegen. Und wenn du nur Fritten und Milch in deinen Körper einflößt, dann sagt dein Körper so, ey Bro, das ist jetzt für jetzt ein paar Jahre okay, aber irgendwann ist es echt nicht gut für unseren Körper. Und du musst halt deinen Körper pflegen, weil er ist was Besonderes. Der ist, ne, was Schönes. Und jeder Körper ist schön, aber nicht jeder Körper ist gesund. Und das ist halt ein Unterschied. Schön ungleich gesund halt. Ich habe mich nicht, als wäre was falsch an mir gewesen, gefühlt, aber ich hatte halt gesundheitliche Schwierigkeiten. Also ich habe bei dem genau das, was die Frau sagt, oder Laura, based, oder? Adipositas-Programm teilgenommen, weil ich Knieprobleme hatte. Ich konnte nicht mehr gut stehen, konnte nicht mehr Fahrrad fahren, schon ganz lange nicht mehr. Ja. Das sind halt die Sachen bei Übergewichtigkeit. Du kommst sehr schnell in so eine Teufelsspirale rein, weil dadurch, dass du nicht mehr Fahrrad fahren kannst, bewegst du dich ja dann noch weniger mäßig. Ne? Und ein bisschen Sport oder ein bisschen Bewegung in der Woche ist halt so wichtig, auch für euren Kopf sogar. Wusstet ihr, dass ich glaube, wenn ihr nur eine Stunde Sport pro Woche macht, dass eure Hirnleistung viel weniger abnimmt über die Jahre, als wenn ihr keinen Sport macht? Nur eine Stunde pro Woche reicht. Meine ich zumindest. Und auch selbst so eine Pose wäre nicht möglich gewesen. Ich hätte mich auch nicht mehr so im Schneidersitz hinsetzen können. So, und wer nun fleißig zugehört hat, der weiß nun, dass es Laura in erster Linie darum ging, einfach wieder beweglicher zu sein und keine Einschränkungen zu haben. Zudem fühlt sie sich gesünder und sie kann nun endlich wieder ihre Haltungen einnehmen, die sie davon nicht tätigen konnte. Einfach geil, einfach top. Und was macht nun unsere Marshmallow-Frau? Richtig. Das ist dieser Fokus auf das Gewicht. Guck mal mich an. Ja, guck mal, wie ich da sitze. Hier, wir haben ja gerade darüber geredet, das ging nicht mehr bei dir. Ja, genau. Und ich bin ja offensichtlich wesentlich dicker als du und bei mir geht der Schneidersitz. Ne? Ja. Also es kann ja nicht alleine am Gewicht liegen.
Naja, bei dir vielleicht nicht, aber bei ihr schon. Weil sie hat doch gesagt, früher konnte sie das nicht, jetzt kann sie's. Was? Ach super, sie kann den Schneider sehen. Ja, ist ja schön, dass sie das kann. Für die Leute, die es nicht wissen, rein medizinisch war es schon immer so, dass du als gesunder Mensch giltst, wenn du noch den Schneidersitz kannst. Demnach hat Katrin bestimmt auch gar keine Einschränkungen in ihrem Leben aufgrund ihres Körpergewichts und ist fit wie ein Turnschuh, so wie ich das interpretiere. Anschließend wird sie dann natürlich auch noch Studienexpertin und zeigt auf, dass Fettverlieren nichts an deinem Leben ändert. Meine Beweglichkeit hat zugenommen, meine Lebensqualität hat total zugenommen. Ich habe auch eine ganz andere Einstellung zum Essen. Ich verstehe. Das alles absolut. Also ich kann das nachempfinden, aber wir wissen eben auch aus Studien, dass diese erhöhte Lebensqualität, die kommt nicht dadurch, dass du Fett verloren hast, die kommt dadurch, dass du dein Leben verändert hast. Das geht ab. Digga, labert jede Frau eine Scheiße. Doch, also es geht in dem Fall genau darum, dass, weil sie abgenommen hat, ein besseres Leben oder ein uneingeschränkteres Leben jetzt hat. Nicht besser, besser weiß ich ja nicht, ob es besser ist, aber uneingeschränkter. Hä? Also, ich merke das ja sogar bei mir, wenn ich 10 Kilometer drauf habe und Treppen laufe. Digga, ich komme viel schneller aus der Puste. Oder ich muss immer so einen Berg Fahrrad fahren, wenn ich nach Hause fahre, so einen kleinen Berg. Und ich sage euch so, wie es ist, jetzt gerade bin ich recht fit. Aber als ich noch vor so einem halben Jahr echt mehr wog, so 6, 7 Kilometer, da habe ich auch Berg hochgefahren. Bruder, das war anstrengender. Deutlich anstrengender. Ich merke das sofort, wenn ich ein paar Kilos drauf habe. Und kommt drauf an natürlich, was du machst. Wenn du ganz einfach nur sitzt, dann ist natürlich, dann... Also, hä? Natürlich, wenn du... Ach, Digga, was reg ich mich? Digga, selbst die Kamera hat keinen Bock mehr. Ja, ganz klar miteinander einher. Wenn du Fett verlierst und Muskeln aufbaust, dann bist du doch beweglicher und fit. Dadurch konnte ja Laura erst wieder Fahrrad fahren und sich nun endlich freier bewegen. Hätte sie das nicht gemacht, dann wäre sie ja jetzt immer noch ziemlich eingeschränkt. Ja, oder zum Beispiel, wenn du Bungee-Jumpen willst. Die meisten Bungee-Jumping-Unternehmen sagen 100 Kilos Cap. Wenn du aber 130 wiegst, dann darfst du nicht Bungee-Jumpen. Heißt, du bist angeschränkt im Bungee-Jumpen. Und Bungee-Jumpen ist was Tolles. Bewegung. Also, hat sie eigentlich zugehört oder redet Laura hier mit einer Wand? Weil gesundheitsfördernde Verhaltensweisen sind ja immer noch gesund, auch wenn du nicht abnimmst. Und dass Adipositas eine Krankheit ist, das ist extrem umstritten. Katrin, stell... Könnte man meine Schwester fragen, die ist Ernährungsberaterin. Ich glaube, die wird der jetzt halt um die Ohren hauen, Alter. Stell ich mir ungefähr so hier beim Einkaufen vor. Das ist Schinkenwurst. Das ist Erdbeerkäse. In Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst. Alpha Kevin, noch eine schlechtere Qualität hast du auch nicht gefunden, ne? In Schinkenwurst und Erdbeerkäse. Für mich ist wichtig, gesundes Essen, frisches Essen, weil es gesund ist. Wurst und Brot haben keinen Zucker, deswegen mache ich es auch nicht dick. Also, Brot hat keinen Zucker. Das ist es, Alter. Sie streitet ab bzw. zweifelt an, dass Adipositas überhaupt eine Krankheit ist. Nur so nebenbei ist Adipositas natürlich eine anerkannte Krankheit. Bei der WHO schon seit 2000 und im Deutschen Bundestag wurde es 20 Jahre später auch als solches anerkannt. Im Übrigen lassen ihre Statistiken und Studien auch zu wünschen über, dazu kommen wir aber später noch. Aber Katrin sieht es anscheinend wirklich gar nicht so, dass ihr Übergewicht eine Art Krankheit darstellt. Denn sie kann ja schließlich auch als übergewichtige Person völlig gesund sein. Weil... ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen adipöse Menschen, kein einheitliches Krankheitsbild aufweisen. Naja, sie sind zu dick. Sie haben zu viel Kilos drauf. Also es gibt, das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie dick sind. Aber ja, das ist ja im Prinzip... Das ist doch die gemeinsame Nenner, hä? Die Erkrankung, also ein krankhafter Fettleibigkeit. Ja, aber dick zu sein, also wenn ich dick bin und gesund, dann bin ich ja nicht krank. Digga, Mann, die malt sich die Welt aber auch, wie sie möchte, ey, ne? Vor eine ganz kurze Angelegenheit hier in eigener Sache. Und zwar, ich bring bald Schmuck raus. Silber designt, perfekt auf mich angepasst und vor allem perfekt für den sommerlichen Look. Dazu, weil ich nicht weiß, was für Schmuckmäuse meine Community so sind, ist der Schmuck so gemacht, dass komplette Neulinge den tragen können. Also wenn ihr nie eine Kette getragen habt, könnt ihr den tragen, weil das Design passt voll. Aber da es mehrere Pieces sind, kann man den auch perfekt layern für die ganzen Schmuckprofis unter euch schon da draußen. Da wir aber eine Vorbestellaktion mit dem Schmuck machen, kann man den Schmuck bald nur für eine Woche lang kaufen. Dementsprechend, falls ihr den Release nicht verpassen wollt, haben wir so ein Dokument gemacht, wo ihr euch gerne eintragen könnt. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, wann das Ding gedroppt wird. Außerdem verlosen wir unter allen Leuten, die sich ins Dokument eintragen, nochmal so eine Limited Edition von der kompletten Schmuckkollektion. Also das gibt es dann wirklich auch nur einmal.
Und wir verlosen noch unter allen, die sich eintragen. Also ihr müsst nicht mal was kaufen, ihr müsst euch nur ins Dokument eintragen, dann nehmt ihr schon automatisch teil. Verlosen wir, dass ihr bei einem Musikvideodreh, weil wir wollen so ein fettes Musikvideo rausbringen zu dem Schmuck, dass ihr mit dabei sein könnt. Dann laden wir euch ein, haben einen geilen Tag. Es kommt noch ein weiterer YouTuber beim Dreh dabei, dazu. Das wird auch, also ein sehr großer YouTuber kommt mit dazu, das wird sehr lustig. Deswegen vorne erster Link in der Videobeschreibung, kommt ihr zu dem Formular hier, müsst euren Namen eintragen, E-Mail-Adresse und euren Instagram-Handle, weil falls ihr gewonnen habt, kann ich euch dann besser kontaktieren. So. Tragt euch ein, viel Glück bei der Verlosung und Schmuck wird 10 out of 10 sexy. Der ist wirklich perfekt für euch gemacht. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben bei den Designs. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Also ganz kurz, an euch Chat. Lebt, wie ihr wollt. Wirklich, ich will euch nichts einschränken. Ihr seid euer eigener Mensch. Aber die Chance zu sterben wird so hart erhöht, wenn ihr einfach übergewichtig seid. Nicht ihr sterbt, weil ihr übergewichtig seid, sondern die Chance zu sterben wird erhöht. Wie die Chance, dass ihr Lungenkrebs bekommt, wenn ihr raucht, wird einfach sehr doll erhöht. Und die Chance, dass ihr sterbt oder früher sterbt, wenn ihr übergewichtig seid, wird auch erhöht. Nicht, es heißt nicht, ihr könnt auch 150 werden, wenn ihr übergewichtig seid. Unwahrscheinlich, aber könnte passieren. Aber die Chance, das ist ja, es geht ja immer um ach, Digga, was ist genau, was ich meine? Mann, Alter, die Frau hat wirklich Delulu durchgespielt. Das ist ja schön für sie, aber sie relativiert und verharmlost das Übergewicht ja komplett. Denn ja, in diesem Maße übergewichtig zu sein, ist definitiv krank und... Es geht nicht um den BMI, Alter. Laut BMI wiege ich auch zu viel, aber ich wiege gerade nicht zu viel. Ich habe ganz stabile Muskeln. Also BMI sagt jetzt nicht unbedingt was aus. Aber wie viel Fett ihr in eurem Körper habt, euer Fettgehalt in Prozent, der sagt schon was aus. Und gesundheitsgefährden. Das sagt sie halt in dieser Doku gar nicht. Ganz im Gegenteil, sie findet das normal, halt so übergewichtig zu sein. Und ja, ich bin komplett fein damit, wenn jeder so leben möchte, wie er mag. Voll. Und sich dabei wohlfühlt. Egal ob dick Voll. Oder dünn. Aber Krankheiten wie Adipositas komplett runterzureden und nicht als solche Krankheit anzuerkennen, ist halt kompletter Quatsch. Das Ganze wird aber jetzt noch verrückter. Okay, ich bin gespannt, Alter. Ihr fragt euch, wie das geht, aber nun zeigt sie, dass sie noch weniger zugehört hat, als ohnehin zuvor schon. Was denkst du denn darüber, über meinen Entschluss jetzt abzunehmen? Ich kann ihn verstehen, weil wir in einer Welt leben, in der... Digga, dieses ich kann es verstehen, so nein, das, man würde direkt sagen, Digga, finde ich gut, Macherin. Wie kann man denn so, ja, kann ich verstehen, dass du abnehmen willst? Ja, Digga. Ich kann ihn verstehen, weil wir in einer Welt leben, in der zu der dicke Menschen nicht gehören. Also ist es schwieriger, Kleidung zu finden, man muss Angst haben, passe ich irgendwo in den Sitz. Junge, Laura wollte einfach abnehmen, weil sie länger stehen möchte oder auch endlich wieder Fahrrad fahren möchte. Und nicht, weil die Gesellschaft einem das aufzwingt. Das war einfach ihre Entscheidung, wieder beweglicher zu sein. Anstatt das... Ich finde sogar, das hat sich schon doll gebessert, dass man mehr... übergewichtige Leute auch akzeptiert, toleriert und alles mögliche. Es gibt natürlich da immer noch so eine Diskriminierung, safe. Aber ich finde, wenn ich das jetzt so beobachte von außen, dass man jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht sagen, ich bin halt nicht übergewichtig. Nee, ich halte mein Maul einfach, Punkt, weiter geht's. Das aber einfach anzuerkennen, schiebt Katrin natürlich diesen Punkt einfach auf die böse Gesellschaft, die Dicke ja nicht akzeptieren. Und in ihrer Definition sollte Laura hier am besten auch gar nicht abnehmen, sondern wohl eher ein Fahrrad für Dicke erfinden oder einfach kaufen. Denn damit löst Katrin schließlich alle Probleme in ihrer Welt. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Damit ihr aber nun merkt, Macher. Wie sehr Katrin daran festhält, dass Diäten oder Umstellungen alles noch viel schlimmer machen als zuvor, zeige ich euch nun die schmerzhafteste Stelle in dem Video. Okay, ich bin gespannt, Alter, was kommt jetzt? Das, was du jetzt machst, das ist ein Kaloriendefizit. Jede, alles, was wir kennen, arbeitet über ein Kaloriendefizit. Ja. Ist weniger, bewegt dich mehr. Ja, so geht abnehmen. Dein Körper sagt bei Kalorie, ich würde mal bei ihr schätzen, sagen wir mal 3000. Kann komplett falsch sein. 3000 Kalorien, dann wird sie ihr Gewicht halten. 3500 pro Monat, sie wird ein bisschen zunehmen. Und 2500 pro Tag, meine ich jetzt, pro Tag, sie wird ein bisschen abnehmen. Und so reguliert man sein Gewicht. Richtig. Und wir wissen, dass das einfach nicht funktioniert. Und was dann passiert ist... Warte mal, was? Beweg dich mehr. Und wir wissen, dass das einfach nicht funktioniert. Und was dann passiert ist, du machst ein Kaloriendefizit und natürlich nimmst du ab. Diese Erfahrung haben wir alle gemacht. Ja. Na, man hält sich an dieses Programm und nimmt ab. Und irgendwann nimmt man nicht mehr ab. Man kommt auf ein Plateau oder es wird schwierig, die Regeln einzuhalten. Und wir wissen einfach, ein statistischer... Naja, warte ganz kurz. Wenn du nicht mehr abnimmst,
dann bist du nicht mehr im Kaloriendefizit. Weil natürlich musst du mit deinen Kalorien runtergehen, wenn du abgenommen hast. Dann ist ja dein Grundumsatz weniger. Weil wenn du übergewichtiger bist, ist dein Grundumsatz natürlich viel höher, als wenn du abgenommen hast. Also wenn du weniger wiegst. Fakt, der aber nicht gerne geteilt wird, dass 98% dieser Versuche, Gewicht abzunehmen, scheitern. Dass 2/3 der Leute, die das versuchen, nachher mehr wiegen als vorher. Naja, aber die hat doch jetzt abgenommen. So, lass sie doch, hä? Dass ungefähr 1/3 eine Essstörung entwickelt durch dieses manipulative Essverhalten oder Sportverhalten. Jetzt ist es ein manipulatives Ess- und Sportverhalten? Ganz kurz, für Leute, die es vielleicht nicht wissen, die vielleicht neu hier sind und nicht so oft zugeguckt haben und sowas, ne, weil wir reden ja manchmal über solche Themen. Wenn ihr abnehmen wollt, geht ihr in ein Kaloriendefizit. Man kann sich vorher ganz gut ausrechnen lassen, wie viel man ungefähr hat. Dann isst man weniger, man muss dann die Kalorien tracken, das nervt übertrieben. Das macht gar keinen Spaß, bin ich voll dabei. Aber irgendwann entwickelt man auch ein Gefühl dafür, wie viel man essen kann am Tag. Habe ich auch irgendwann entwickelt. Ich habe auch irgendwie ein paar Monate getrackt und irgendwann hatte ich ein Gefühl, wie viel man so essen kann. Und das Ding ist, wenn man abnehmen will, dann macht man keine Diät, sondern man isst, man stellt halt sein alles um. Du machst ein bisschen mehr Sport, du isst ein bisschen weniger, trinkst ein bisschen mehr Wasser und dann hörst du aber nicht damit auf. Und wenn du weniger wiegen willst, dann ist es eine Ernährungs- und Lebensumstellung, die du hast. Du machst jetzt nicht den Move, wo du sagst, ich mach das einmal, dann höre ich wieder auf und danach fresse ich wieder Chips. Natürlich nimmst du dann zu, weil dann dein Körper denkt, oh, wir bekommen weniger. Also verstoffwechselt sich auch ein bisschen weniger, weil dein Körper stellt sich natürlich auch immer darauf ein. Genauso wie es darauf einstellt, wenn du sehr viel mehr isst, irgendwann wechselt der viel krasser, der Körper. Aber irgendwann, also du, wenn du weniger wiegen willst, dann musst du auch so essen, wie dass du so weniger wiegen willst. Du kannst dann nicht plötzlich wieder die Chips reinknallen, das geht dann nicht mehr. Du kannst dir mal Chips reinknallen, du kannst dir auch mal eine Spezi reinknallen, mach ich auch manchmal. Ist lecker. Aber ich knall mir jetzt hartlich 4 Spezi hintereinander rein. Und vor allem nicht jeden Tag, das ist wichtig. Es ist halt eine Ernährungsumstellung, die man machen muss. Und die Umstellung ist dann dauerhaft. Ja. Ja, also das sieht mal nach einem ordentlichen Zuspruch für einen Abnehmversuch ist aus. Wir halten dumm, fest, Alter. Ein Kaloriendefizit schadet laut Katrin extrem. Und 98% der Leute, die das versuchen, scheitern daran. Und viele nehmen sogar zu. Das sagt nämlich eine extrem aktuelle Statistik. Die Studie, auf die sie sich bezieht, ist über 60 Jahre alt. Scheiße. Neuere Studien zeigen, ja, die große Mehrzahl scheitert an Diäten. Aber nur rund 80%. Nicht 98. Ja, schon ein bisschen was anderes. Das MDR erzählt hier natürlich kompletten Quatsch. Außer sind die Diäten halt Quatsch. Also, man kann mal, so wenn man so auf dem Peak möchte, dann kann man eine Diät machen. So Sportler oder sowas, die können die Diät machen. Aber an sich für die Bevölkerung sind Diäten Quatsch, finde ich. Du musst halt deine Ernährung umstellen und die halt dann beibehalten. Natürlich vermarktet es sich besser, wenn man 98% auf der eigenen Webseite schreibt, um die Leute davon zu überzeugen, keine Diäten durchzuführen. Da gehen dann auch mal locker Studien von vor 60 Jahren fit, um diese Zahlen wirklich dick zu präsentieren. Übrigens gibt es laut Katrin auch gar keine Möglichkeit mehr abzunehmen. Sie wird dementsprechend wahrscheinlich mit ihrer Einstellung auch für immer adipös sein. Aber das ist ja voll okay, weil sie ist ja trotzdem gesund. Ist halt an der Stelle hart, aber was willst du machen? Aber ist es dann eine Lösung zu sagen, hey, bleibt lieber, bevor ihr euch das alles antut, bleibt lieber einfach dick oder macht so weiter und... Das sage ich ja nicht. Das ist ja der Punkt. Die Sache ist ja, wir kennen einfach keine Methode, mit der wir abnehmen könnten, langfristig. Also was labert die für eine Kacke? Hä? Nimm halt eine Treppe und nicht mehr den Fahrstuhl, fahr Fahrrad, geh deine 10.000 Schritte am Tag und iss halt keinen Donut mehr. Ganz kurz, allein Süßigkeiten weglassen. Game Changer für alles. Wirklich. Einfach keine Süßigkeiten mehr essen. Oder sagen, nur am Wochenende. Oder nee, nicht mal am Wochenende. Einfach Süßigkeiten weglassen. Digga, du nimmst sofort ab, Alter. Du nimmst sofort ab. Also wir wissen einfach, dass der Versuch abzunehmen ist die sicherste Vorhersage dafür, dass du in Zukunft zunimmst. Klar, deswegen ist jeder Mensch, der für seinen Körper etwas tun möchte, einfach ein hoffnungsloser Fall und muss sich seinem eigenen Schicksal stellen. Ist das Kacke. Die Menschen können also mit Diäten, Ernährungsumstellungen und so weiter nicht mehr abnehmen, denn sie nehmen durch den Jojo-Effekt ja noch mehr zu. Also ist ja komplett kontraproduktiv. Und deshalb sollte man es am besten komplett lassen, auf seine eigene Gusto hören und sich am besten... Ich habe jetzt 25 Kilogramm abgenommen und halte es nun für ein paar Monate. Also was labert die da? Alter, erstmal Kerstin, Macherin. Natürlich nur, wenn du übergewichtig warst. Wenn du jetzt magersüchtig bist, dann nicht Macherin. Dann bitte nicht machen. Aber ihr checkt, was ich meine.
noch ein paar Donuts reinschaufeln. Außerdem ist es ja laut Cutting generell so, dass übergewichtige Menschen ja prinzipiell gesund sind, außer sie weisen halt wirkliche Krankheiten auf. Deswegen immer schön entspannt bleiben, ist ja nichts Ernstzunehmendes. Außer für Domme natürlich. Sie leiden natürlich unter einer massiven Adipositas. Dann sagt die zu mir, ich habe Adipositas vor meinem geistigen Auge. Digga, die Macherin, Alter. Habe ich mein Leben schon an mir vorbeiziehen sehen. By the way, hat Katrin in ihrem Gespräch mit Laura für so viel Angst gesorgt, dass Laura direkt Panik bekam, dass sie nach ihrer Abnehmdiät direkt wieder dick wird. In dem Sessel, in dem ich früher nur sitzen konnte, kann ich jetzt fast liegen. Aber ich bin ehrlich, ich habe ziemlich Angst, dass ich mein Gewicht nicht halten kann am Ende, dass ich es irgendwie nicht schaffe und dass der Jojo-Effekt kickt und ach, keine Ahnung, ich habe einfach wirklich Angst davor, weil ich will nie wieder so dick werden, wie ich war. Klasse, Katrin, das ist genau der Zuspruch, den Menschen brauchen, die gerade abnehmen möchten. Jemand, der ihnen endlich sagt, dass sie ein hoffnungsloser Fall sind und sie sich einfach so akzeptieren sollen, wie sie sind. Denn schließlich scheitern ja 98% der adipösen Menschen, die abnehmen wollen, durch ein Kaloriendefizit. Also, anstatt einfach Abnehmversuche zu befürworten, für die Gesundheit des eigenen Körpers und auf mögliche Auswirkungen des Jojo-Effekts aufzuklären, baut Katrin mit ihrem Verhalten so gar nicht auf und nimmt Laura förmlich die letzte Hoffnung. Das ist wahrscheinlich genau das, was man machen sollte, wenn man Stammkundin auf der Seite von der Marshmallow-Frau sein möchte. Zum ersten Mal ja, wir lernen Marshmallow-Mädchen und Body-Positive mit Kosten und Angeboten kennen. Marshmallow-Mädchen. Ganz kurz, zu lernen, seinen Körper zu akzeptieren, ist was Tolles. Aber gleichzeitig muss man auch vermitteln, dass übergewichtig sein halt nicht gesund ist. Möchte. Zumindest ist das, was ich daraus interpretiere, weil warum sollte man Abnehmversuche so runterspielen? Naja, darauf gibt es jetzt auf jeden Fall erstmal einen schönen, saftigen Köftespieß. Volksstraße, ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Hawal, gib mir einfach nur einen Köftespieß. Dazu einen schönen, frischen Eidern aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so all-you-can-drink-mäßig zapfen kann. Und dazu natürlich noch ein schönes Holy mit Eiswürfeln drin. Checkt dafür den Link in der Beschreibung ab. Die ganzen Codes erhaltet ihr dort auch. Und wenn euch dieses unfassbar schmerzhafte Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Ständchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ah, das war ein gutes Video. Das war ein gutes Video, hat mir gefallen. Das war auch ein bisschen schmerzhaft, das Video. Aber trotzdem ein sehr gutes Video. Ja, falls euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne hier rein, abonniert bei Alpha Kevin rein, Macher, tragt euch gerne das Formular ein, wenn ihr den Schmuck nicht verpassen wollt. Und ansonsten, haut rein, ciao.